Hey Battlefans, ich bin's wieder, der FlashTigersHD, heute mit einem Halo 4 Commentary. Erstmal zum Gameplay hier. AT Zembeninja spielt hier Team Doubles mit dem Sinn vom Alpha gegen Soak und Exceed Othello. Und ich vermute, die haben sich im Matchmaking getroffen, da sie Legendary Slayer spielen. Und diese Art von Spieler spielt ja eher so competitive, also HE-Settings. So, deswegen denke ich, dass sie sich zufällig in der Spielersuche gefunden haben. Und wir schauen uns das einfach mal an. Und ja, ihr habt gerade ein Intro gesehen. Ja, mal was ganz Neues. Hatte mal ein Intro früher. Doch, das gefiel mir dann nicht mehr so. Und jetzt habe ich ein neues von Darkshark geforged bekommen, sozusagen. Bedanke ich mich auch nochmal an ihm. Auch in den Bauchbinden, Design, Banner, Logo, alles neu, frisch am Markt, neuer Anfang hier. Und ich möchte auch anfangen, wöchentlich einmal ein Video hochzuladen. Regelmäßig an einem Tag zur gleichen Uhrzeit. Und ihr müsst mir helfen. Wann soll ich das machen? Wann guckt ihr euch am meisten Videos an? Wann wollt ihr mich hier sehen? Am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also in der Woche. Wann wollt ihr es sehen? Ist sehr wichtig für mich. Und was ist, wenn ich doch zwei Videos pro Woche machen möchte? Also so ab und zu, wo ich dann Lust habe. Soll ich dann am gleichen Tag hochladen? Oder wie soll ich das dann machen? Schreibt das bitte in die Kommentare. Und dann werden wir sehen, wie die Zukunft dann aussehen wird. Hoffentlich mal ein bisschen regelmäßiger. Will mich ein bisschen motivieren damit. Und ja, das war so zu den News am Anfang hier zu meinem Kanal. Und das ist, glaube ich, auch mein hundertstes Video. Hundertstes Video. Denke ich mal, was ich so gemacht habe. Insgesamt auf YouTube, auf dem Kanal, auf HaloCluster.de und auf Darkshark HaloForge. Wo ich allein 23 Videos gemacht habe oder mehr sogar. Weiß ich gar nicht. Und wollte eine Montage von diesen ganzen Videos sehen. Also, wo ich immer die 10 Sekunden besten Momente aus dem Video hier rausschneide, schreibe ich dann hin, welche Zahl das ist, einen kleinen Titel geben und mache da so eine Montage raus. Wollt ihr sowas sehen? Schreibt es in die Kommentare. Sehr, sehr wichtig für mich. Nicht, dass ich dann noch Zeit verschwende, sozusagen. Und nutze die Zeit nicht richtig, da ich ja jetzt auch mehrere Projekte so am Laufen habe. Falls ihr es mitbekommen habt, auf meinem Blog schreibe ich ja ab und zu mal was, was ich gerade so mache. Außer auf diesem Kanal. Auch in der Videobeschreibung. Werbung. YouTube, das ist ein Thema, das möchte ich heute behandeln. Und zwar Fakten, Statistiken, Zahlen von YouTube. Ich habe Statistiken mal ein bisschen recherchiert. Habe da ein paar interessante Sachen herausgefunden. Aber wir wollen mal ein bisschen oberflächlich anfangen. Nämlich die Top 20 Videoportale in Deutschland. Und wer denkt sich, was ist auf Platz 1? Hä? Was denkt ihr? Wo sind wir gerade? YouTube.com natürlich. 34 Millionen Besucher pro Monat allein in Deutschland. Laut März 2012. Und dann gibt es ja noch so eine kleine Plattform, von der man mal munkelt und hört. Das ist myvideo.de. Ne? Habt ihr vielleicht mal gehört? Steht auf irgendeiner Toilettentür sozusagen. Also die haben auch nur 5 Millionen Besucher. Also deutsche Besucher im Jahr 2012 gehabt. Weiß ich auch gar nicht, was da so dran besonders ist als auf YouTube. Ob man da auch Videos hochladen kann oder ob das nur Musikvideos sind oder was da auch so ist, keine Ahnung. Habe ich mich noch nicht drauf konzentriert, überlegt, was das überhaupt sein soll, weil wenn ich auf YouTube bin zufrieden, alles toll. Jetzt kommen wir auch zur Uploadmenge in Stunden pro Minute. Mach ein bisschen schneller hier. Damit es hier ein bisschen langatmig ist, sozusagen durchschnittlicher Upload von Videomaterial bei YouTube pro Minute von 2007 bis 2013 in Stunden. Das heißt, 2007 8 Stunden wurden da hochgeladen pro Minute, 2008 13 Stunden pro Minute, 2009 24 Stunden pro Minute, also alles durchschnittlich, und 2010 35 Stunden pro Minute und 2011 48 Stunden pro Minute und es wird mehr. 2012 72 Stunden pro Minute und jetzt letztes Jahr 2013 100 Stunden pro Minute. Also es wird immer steigend. Mal sehen, wie das noch läuft. Und ich frage mich da ein bisschen, wie schaffen die das, ne? Also durchschnittlich 100 Stunden pro Minute. Wo ist da das Limit? Irgendwann mal. Wenn ich hier das Diagramm sehe, was ich glaube ich nicht einblenden kann, wegen rechtlichen Gründen und so, keine Ahnung. Weil er von so einer Seite ist, die man eigentlich bezahlen muss, aber manche Statistiken sind frei. Auch in der Videobeschreibung übrigens. Und da sieht man schon so ein Säulendiagramm, was steigend nach oben geht. Das heißt, langsam geht's höher und dann wumm. 100 Stunden pro Minute, das ist Wahnsinn.
Ich brauche ja genau 100 Stunden pro Minute pro Video. Nein. So um die 3 Stunden für dieses Video, denke ich mal, oder um die 2, kommt drauf an. Und es ist auch so, dass kleinere YouTuber länger brauchen, was hochzuladen als größere YouTuber, weil das auch noch an YouTube gelagert ist, sozusagen geankert, wie lange man braucht und nicht nur die Leitung, die bei mir besonders schlecht ist. So, jetzt sind die Videos hochgeladen, die 100 Stunden pro Minute letztes Jahr. Jetzt müssen sie auch geschaut werden. Naja, wer glaubt's? Jeden Monat werden 6 Milliarden Stunden geschaut. Also 6 Milliarden, wenn man sich das vorstellt, das sind 9 Nullen. Also 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 und so weiter. Habe ich nicht nachgesehen, wie lange ich das gemacht habe. Durchschnittlich fast eine Stunde pro Mensch auf der Erde. Also die Statistik habe ich jetzt von YouTube selbst auf der Seite gefunden. Das sage ich natürlich gerne. Wir wollen ein bisschen attraktiv machen. Also eine Stunde pro Mensch auf der Erde ist natürlich nicht so. Jetzt kommen wir zu durchschnittlichen Views. Und zwar Oktober 2009 waren es 1 Milliarde Views pro Tag. Also da wurde der Durchschnitt rausgerechnet. Mai 2010 2 Milliarden durchschnittlich. Mai 2011 3 Milliarden. Und Mai 2012 4 Milliarden. 2013 ist das auch geblieben. Und 2014 mal sehen, wie das alles steigt. Also ist die Statistiken steigen nach oben. Die Börse geht nach oben sozusagen. Das Interessante daran ist, 80% aller Besuche auf YouTube, um nochmal auf die Besuche zu kommen, habe ich jetzt gerade übersehen, sind außerhalb der USA, United States of America. 80% nicht, also 20% sind sie, wenn man das mal umdreht. Und jetzt kommen wir ganz kurz zu der bekackten GEMA. Also GEMA weg hier. Und die GEMA sagt zu 61,5% aller Videos in Deutschland, GEMA weg. 61,5% sind gesperrt. Leider auch ein paar Halo-Montagen dabei, die ich unbedingt sehen würde, möchte. Kann man ja auch mit Umwegen machen. Kenne ich mich jetzt da nicht so aus. Manche von euch sind ja Füchse und wissen das direkt, wie man das da so macht. Kommen wir nun zu den Abonnenten, nicht zu den Smartphones, da kommen wir gleich noch zu. Zu den Abonnenten. Jeden Tag werden mehr als Millionen, also Millionen, 6 Nullen, wenn ihr das wisst. Abos abgeschlossen sozusagen. Also ich brauche also bitte einen Tag Konzentration auf mich. Einmal 1 Million für mich. Und das ist doch schon wieder was. Das sind dreimal mehr als 2012 im Vergleich zu 2013. Drei. Mehr, ne? Und täglich wurde vier mehrmals abgedings abgeschlossen, bis von 2014. Also auch wieder steigen nach oben, die Börse geht hoch. Hier in YouTube, die YouTube-Börse. Bei mir gibt es die Clan-Börse und dann gibt es auch noch die YouTube-Börse, genau. Jetzt habe ich auch noch die Statistiken von den Smartphones genommen auf meinem Kanal. Da wird auch immer mehr, habe ich auch bei meinem Quiz gemerkt. Insgesamt habe ich 44% von den Views her auf dem Handy. Computer 42%, danach kommen Tablets 7,3% und Spielekonsole 5%, wird immer weniger. Doch kommen wir auch nochmal zu meinen Statistiken, nämlich es gibt da so eine Seite, die ich auch unten verlinke, genau, die ich aber jetzt wieder vergessen habe. Social Blade heißt sie, glaube ich. Da habe ich eine Note insgesamt von D+, also 4+. Nicht perfekt. Subscriber Rank, also der Rang von den Abonnenten, ist 1.330.910, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, also noch nicht weit oben. Es kommt aber noch, keine Sorge. Und von den Video-Views, also von den Klicks her, wie man das im Deutschen sagt, auf dem Rang 1.892.573. Ist ganz interessant, könnt ihr auch mal aber bei euch mal reinschauen, wenn ihr das denn möchtet. Und ich hoffe, die Statistiken haben euch weitergeholfen, haben euch interessiert. Hoffe ich mal. Mag so Statistiken eigentlich ganz gerne. Sieht man noch ein paar Leute, ein paar Sachen drin. Zum Beispiel gucke ich bei den Analytics immer, wie lange ihr die Videos guckt, ne? Sind nicht viele. Wenn das, glaube ich, auch wichtig ist, hoffe ich mal. Und ja, ich bedanke mich für den Artisan-Benin ja schon mal für das Gameplay. Ich hoffe, er ist nicht sauer, dass ich nicht so viel kommentiert habe. Und wenn ihr wieder ein Gameplay habt, unten wieder in die Beschreibung. Beschreibung ist ja das Wort vor diesem Video.
weil ich so oft verwendet habe, ist ein Formular. Dann könnt ihr ein Gameplay anschicken, ihr könnt ein Thema vorschlagen für das nächste Commentary. Ihr könnt an der Clanbörse teilnehmen, wenn, wenn euer Clan einen Clan sucht. Letztes Mal habe ich auch ein Video gemacht, wo jemand einen Clan sucht. Das möchte ich aber nicht so oft machen, da war jetzt eine kleine Ausnahme, weil ich möchte jetzt nicht 1000 Videos machen, wie jemand einen Clan sucht. Und dann ist das Video weg, weil er schon einen Clan gefunden hat. Ja. Ihr könnt auch ein Gastkommentary einschicken, wenn ihr deutsche Halo-YouTuber seid. Das mache ich natürlich auch gerne ab und zu mal. Und ja, wenn ihr ein Dual-Commentary mit mir machen möchtet, auch gerne. Ich mache mit jedem Dual-Commentary, rede mit jedem, wenn ich dazu Zeit habe. Und per Skype, perfekte Audioqualität habe ich beim Podcast, den ich letztes Mal gemacht habe, für HaloGalaxy.net. Perfekte Audioqualität werde ich beim nächsten Mal vielleicht auch machen, wenn derjenige beim Dual-Commentary auch Skype hat. Nicht so wie bei den letzten zwei Videos, da war es nicht so gut. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wie ich es auch gerade schon gesagt habe. Ah, erstmal atmen hier nach dem Kommentieren. Schluck. Schönes Gameplay auch mal off the pit. Ne? Hab ich auf dem Kanal auch nicht gehabt. Spiele ich auch nicht so oft und dann zitter ich immer, wenn ich dann in der Achterlobby bin. Oh nein, jetzt wird the pit gespielt. Ich habe da keine Ahnung, wo ich da hinlaufen soll. Aber die Jungs, mit denen ich manchmal spiele, die helfen mir da schon. So. Jetzt wieder aufatmen. Vergiss nicht in die Kommentare zu schreiben, wann ich Videos hochladen soll, was ich machen soll, wenn ich zwei Videos hochladen möchte. Sehr wichtig für euch, um wie es mit der Videomontage aussieht, ob ich sowas machen möchte, machen soll. Weil ich habe ja auch bald vielleicht auch 200 Abonnenten, mal sehen. Bedanke ich mich auch an alle Abonnenten, die dazugekommen sind. Sind ja auch viele, obwohl ich nicht so aktiv hier war. Was heißt schon aktiv, kann man so und so sehen. Regelmäßig kann man auch so und so sehen. Wenn man einmal im Jahr zu gleichen Zeitpunkt auch was hochlädt, ist es auch regelmäßig sozusagen. Und hier hat der Arte Simbininja das Spiel gewonnen und will sich ausbeahren mit Sim vom Alpha und bedanke mich für das Spiel 26 zu 23. Schon etwas knapp. Und jetzt kommt ihr zu meiner frischen Endcut erstmal. So, ihr seid an meinem frischen Endcut sozusagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich, Kommentar freue ich mich wie ihr da auch. Will aber nicht sagen, hier favorisieren, teilen und so, das sage ich natürlich nicht wie die anderen YouTuber. Ihr könnt hier Videos anklicken. Social Gamer. Was denken die so über Halo? Und rechts über das angesprochene Quiz, was ihr machen könnt. Seid ihr wirklich schlau in Halo? Klickt drauf und beweist euch selbst. Dann wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Ich gehe gleich ins Bett, es ist 1 Uhr nachts. Und dann noch schöne Spielzeit, ne? Und dann auf Wiedersehen. Tschüss!